Kannst du dich vorstellen? Ich bin Florian, ich bin 16 Jahre alt und ich komme aus München. Ich bin Hanna, bin 17 Jahre alt und komme auch aus München. Ich bin Jaron, ich bin auch 16 Jahre alt und komme auch aus München. Was hältst du momentan von Lissabon? Und warum hast du dich für diesen Austausch entschieden? Wir hatten die Wahl zwischen Clermont-Ferrand in Frankreich und Lissabon und ich denke, dass Lissabon viel interessanter ist als Clermont-Ferrand und wir hier viele neue Leute kennenlernen können. Ich wollte mein Französisch verbessern und ich wollte eine andere Kultur kennenlernen, weil Frankreich ist näher an uns dran, also kennen wir es besser als Portugal. Ich wollte auch eine neue Kultur kennenlernen und das Schulleben allgemein in anderen Ländern und Städten kennenlernen. Ist es das erste Mal, dass du nach Portugal kommst? Ja, es ist mein erstes Mal, aber ich war in Spanien schon einmal in Barcelona. Ja, ist auch mein erstes Mal. Ich war schon einmal in Portugal, in Moledo, an der Grenze zu Spanien. Auf welchen Besuch freust du dich am meisten? Ich würde gerne an den Strand und das Meer sehen. Ja, auch den Strand und die Museen sind ganz cool. Ich freue mich auf Nazaré, weil da viele Surfer sind und die sehr große Wellen. Und surfst du? Ich habe es einmal ausprobiert. Und haben Sie eine traditionelle portugiese Essen? Ich habe noch nichts probiert, leider. Ich auch noch nichts. Ich habe nur Pizza gegessen und ich war einmal essen. Verstehst du dich gut mit deinem Austauschpartner? Ja, ich verstehe mich sehr gut mit meinem Austauschpartner und ich freue mich auch schon, wenn er mich in Deutschland besucht. Ja, ich verstehe mich gut. Ich verstehe mich auch gut. Wir haben ganz viel gemeinsam und machen auch ganz viel nach der Schule. Und in welche Sprachen kommuniziert sie? Auf Englisch. Auf Französisch. Englisch, Französisch, Deutsch. Freust du dich darauf, dass sie nach Deutschland kommt? Ja, ich freue mich sehr. Dann lernen sie auch unsere Kultur kennen und ich kann ihm auch München zeigen. Ja, die haben mich ganz gut aufgenommen und ich hoffe, ich kann denen das auch zurückgeben dann. Ja, dann ich freue mich auch, den Austauschpartner München zu zeigen. Welcher Ort aus München möchtest du deine Partner oder deine Partnerin zeigen? Auf jeden Fall den Marienplatz und die Eisbachwelle im Englischen Garten. Also auch Marienplatz, Odeonsplatz und Englischer Garten auch, ja. Ich möchte im Allgemeinen die Innenstadt zeigen, wie Marienplatz, Karlsplatz und so. Aber auch sowas wie etwas kultureller, wie Englischer Garten und ja. Magst du lieber Deutschland oder Portugal mit dem wenigen, was du bis jetzt gesehen hast? Ich denke, dass Portugal ein sehr schönes Land ist, auch Lissabon, weil wir direkt am Meer sind, aber bis jetzt noch Deutschland. Und bei mir ist es Portugal. Ich finde München ein bisschen langweilig im Vergleich zu Lissabon. Ich mag München in Deutschland auch mehr, weil ich bis jetzt von Portugal noch nicht so richtig überzeugt bin. Okay, also danke schön für Ihre Antworten. Und ja. Also, kannst du dich vorstellen? Ich heiße Emma, ich bin 15 Jahre alt und komme aus München. Ich bin Josephine, ich bin 16 Jahre alt und komme auch aus München. Ich bin der Laurin, ich komme auch aus München und bin auch 15 Jahre alt. Was hältst du momentan von Lissabon? Ich finde, es ist eine sehr, sehr schöne Stadt und ich fühle mich hier sehr wohl. Ich finde die Architektur sehr schön und auch die Straßenzüge und die Geschäfte und den Blick aufs Meer. Ich finde einfach die ganze Atmosphäre hier super schön. Nur wenn es jetzt noch, wenn die Sonne noch scheinen würde, wäre es super. Warum hast du dich für diesen Austausch entschieden? Wir hatten von der Schule den Französisch-Austausch, den wir jetzt haben, und hatten die Wahl zwischen Clermont-Ferrand und Lissabon. Und dann sind wir eben hierher gekommen und es ist echt schön.
Meine Eltern waren schon mal in Lissabon und haben mir empfohlen, auch hier hinzufahren. Und deshalb bin ich gekommen und ich finde es wunderschön. Mich hat es einfach interessiert, wie das ausschaut mit einer französischen Schule in Lissabon, wo ja eigentlich nicht Französisch gesprochen wird. Und ich fand es einfach interessant, das zu sehen. Ist es das erste Mal, dass du nach Portugal kommst? Für mich schon, ja. Ich war schon mal in Portugal. Ich war unten im Süden an der Algarve mit meiner Familie in den Ferien und ich fand es auch sehr, sehr schön. Ich war auch noch nie in Portugal. Auf welches traditionelle portugiesische Essen hast du, du am meisten Appetit? Ich glaube auf die Pastel de Natas. Die sehen sehr lecker aus. Hast du das probieren? Noch nicht, nee. Ich freue mich auch auf die und ich würde sie auch gern probieren. Ich habe sie noch nie gegessen und ich bin sehr gespannt. Ich habe die eben schon jetzt gestern gegessen und wir haben zwar ziemlich viel dafür bezahlen müssen, aber sie waren sehr gut. Verstehst du dich gut mit deinem Austauschpartner? Ja, es ist sehr schön und ich fühle mich auch sehr wohl bei ihr in der Familie. Am Anfang war es ein bisschen schwierig, aber jetzt wird es besser und eigentlich ist er nett. Ich komme auch super mit ihm klar, vor allem weil wir dieselben Interessen haben und ja, einfach die Zeit mit ihm super cool ist. Freust du dich darauf, dass sie nach Deutschland kommt? Ja, ich freue mich schon sehr drauf, wenn ich ihnen dann auch München zeigen kann und ihnen zeigen kann, wo ich so lebe. Ich freue mich auch sehr und ich denke, dass es auch sehr interessant für unsere Austauschpartner wird, weil Lissabon und München einfach so verschieden sind. Meine Freunde und ich haben schon viele Sachen geplant, die wir zusammen machen können und ich glaube, das wird einfach eine coole Erfahrung auch für die, einfach mal München zu sehen und auch vielleicht eine andere Natur und Kultur zu sehen. Was sollten die Partner unbedingt in München essen? Also nachdem ich vegetarisch bin, würde ich sagen, Käsespätzle sind da schon eine sehr gute Idee. Meiner ist Fleisch, deshalb werde ich ihm verschiedene Arten von Wurst zeigen und Fleisch und unserem typischen traditionellen Frühstück, den Weißwürsten mit Brezen. Genau. Weil ich habe auch in Berlin gelebt, ja, longtemps, und ich habe nicht Currywurst gemacht. Oh, wirklich? Vielleicht kennt ihr das ja, das ist Leberkäse, das ist sehr eine Spezialität aus München, das isst man mit einer Breze zusammen und ja, da gibt es auch verschiedene Varianten, wie man das essen kann, zum Beispiel als Semmel oder so, das ist glaube ich, was vielen schmecken könnte. Okay. Magst du lieber Deutschland oder Portugal mit dem wenigen, was du bis jetzt gesehen hast? Also ich finde Portugal bis jetzt sehr schön und ich finde auch die Straßen hier sehr schön. Es ist zwar ein bisschen hügelig, was in München nicht so ist, aber es ist sehr schön. Bisher kann ich noch nicht eine Präferenz für ein Land sagen, weil es einfach viel zu verschieden ist. Und ich denke, dass beide Länder Vor- und Nachteile haben. Aber bis jetzt finde ich es auch super schön hier und könnte mir auch mal vorstellen, später hier nochmal eine Zeit zu verbringen. Ja, finde ich tatsächlich auch so, aber ich muss sagen, dass das Leben hier, ich stelle mir das stressiger vor als das Leben bei uns in München, weil da alles ein bisschen eben auch, weil es bei uns nicht so hügelig ist. Ich glaube, bei uns ist es alles ein bisschen angenehmer zum Leben, aber hier ist es natürlich dann auch schön, dass einfach jeden Tag irgendwas los ist und man überall was erleben kann. Dankeschön für Ihre Antworten, für unsere Frage und wir hoffen, dass Sie eine sehr gute Zeit in Lissabon haben. Kannst du dich vorstellen? Also ich bin Marcella, ich bin 16 Jahre alt und ich komme aus München.
Und wir sind ja jetzt hier für einen Austausch in Lissabon, unseren französischen Austauschpartnern. Und es gefällt mir sehr, sehr gut hier. Okay, das ist gut. Mein Name ist Cornelius, ich bin 16 Jahre alt und ich freue mich schon sehr lange auf diesen Austausch und ich bin auch, war auch sehr gespannt auf den Austausch und ich freue mich jetzt ein paar schöne Tage in Lissabon zu erleben. Ich heiße Valeria, ich bin 15 Jahre alt, ich komme auch aus München. Ich gehe dort aufs Karls-Gymnasium in Pasing und dort lernen wir schon seit 3 Jahren fast schon Französisch. Und ich habe mich auch schon sehr lange auf diesen Austausch gefreut und ich bin sehr froh, dass wir jetzt halt endlich hier sind. Und kannst du gut Französisch sprechen? Ich glaube, es geht schon. Also nicht perfekt, aber ich glaube, man kann es schon verstehen. Okay, das ist gut. Wir auch für die Deutsch. Wir sprechen nicht so gut Deutsch, aber können wir alles verstehen. Was hältst du momentan an von Lissabon? Also im Moment bin ich sehr beeindruckt von der Stadt. Also mir gefällt die sehr, sehr gut. Die ist auch nicht irgendwie so schmutzig oder so und sehr bunt. Also im Vergleich zu Deutschland ist es, finde ich, schon ein bisschen schöner. Aber bisher bin ich auf jeden Fall sehr beeindruckt. Ja, ich mag Lissabon sehr. Ich war hier schon in den Sommerferien und ich fand es einfach sehr faszinierend, wie hier die Kultur ist, das Essen, das Nachtleben und auch einfach der gesellschaftliche Zusammenhalt hier untereinander. Und deshalb bin ich auch gespannt, was ich denn noch zusätzlich alles erleben kann. Also ich bin auch schon sehr, sehr beeindruckt von Lissabon. Ich war hier noch nie, aber bis jetzt gefällt mir Lissabon sehr, sehr gut. Ich finde vor allem die Architektur sehr schön, auch dass es hier so viele Graffitis und solche Sachen gibt. Mir gefällt auch die Metro und generell die gesamte Atmosphäre von der Stadt finde ich einfach sehr toll. Okay. Warum hast du dich für diesen Austausch entschieden? Also ich habe mich für den Austausch entschieden, da das einfach, finde ich, sowas wird man niemals vergessen und man kann hier jede Menge lernen, man kann neue Kulturen erleben und kennenlernen und natürlich auch sein Französisch verbessern oder vielleicht auch ein bisschen Portugiesisch lernen. Und ich finde, sowas ist einfach allgemein richtig gut, wenn man sowas erlebt. Ja, ich habe mich dafür entschieden, weil wir schon eine Englandfahrt hatten, die sehr schön war und jetzt Französisch, das haben wir jetzt noch nicht so lange wie Englisch, aber ich wollte mal schauen, wo ich denn so stehe, ob ich es gut kann und Lissabon ist jetzt vielleicht nicht die erste Stadt, die man mit Französisch verbindet, aber da mir Lissabon sehr gefallen hat, wollte ich eigentlich unbedingt hier mitfahren. Also ich habe auch schon aus Erfahrung heraus gesagt, dass Austausche eigentlich immer super Sachen sind, weil man lernt einfach ultra viele nette Leute kennen und es ist auch einfach schön, eine neue Stadt für sich selbst zu entdecken oder auch neue Freunde zu finden, mal auf einer anderen Sprache zu sprechen. Das sind einfach alles neue Erfahrungen und die bereichern einen extrem und das wird man auch, wie Marcella schon gesagt hat, nie vergessen. Ist es das erste Mal, dass du nach Portugal kommst? Ja, für mich ist es das erste Mal, also ich war davor noch nie hier. Nein, ich war schon mal in den Sommerferien hier für 3 Tage, erst in Lissabon und dann noch unten an der Algarve im Meer bei Lagos surfen. Ich war noch nie in Lissabon. Auf welchen Besuch freust du dich am meisten? Ich freue mich eigentlich auf fast alle Besuche, weil mich das alles sehr interessiert. Aber ich glaube, am meisten freue ich mich tatsächlich auf das Aquarium, dieses Ozeanario, weil meine Austauschpartnerin meinte auch, dass das sehr, sehr schön ist. Und es ist halt das größte in Europa, wurde mir gesagt. Deswegen freue ich mich da sehr drauf. Ja, ich freue mich zum einen heute noch auf die Keramik, auf das Keramikmuseum und den Workshop und dann freue ich mich noch sehr darauf, mit meinem Austauschpartner am Wochenende Lissabon zu erkunden. Er wollte mir da ein paar Stellen und Flecken zeigen, die da sonst nicht so bekannt sind, aber die auch sehr schön sind.
Ich freue mich schon sehr auf den Strand, an den ich mit meiner Austauschschülerin am Wochenende eventuell gehen werde, wenn das Wetter gut ist. Ich liebe das Meer generell und deshalb würde ich auch sagen, dass das Ozeanarium für mich auch ein Highlight ist, weil ich mag das Meer sehr gerne und es wird auf jeden Fall sehr spannend, glaube ich. Auf welches traditionelle portugiesische Essen hast du am meisten Appetit? Ich kenne mich da tatsächlich gar nicht so aus, was das portugiesische Essen angeht, aber bisher haben wir schon 2 Gerichte gegessen bei der Gastfamilie und die fand ich sehr, sehr lecker. Also das war so mit Reis und Ente und dann essen die da auch so süß und salzig zusammen. Das fand ich schon sehr lecker. Ja, ich mag ja die portugiesische Küche sehr, sie ist ja sehr deftig, aber besonders eigentlich eher auf den kleinen Natum, diese Pastéis de Nata, die haben schon einen sehr guten Namen auch schon und ich fand sie auch damals schon sehr lecker und ich esse sie jetzt immer noch gerne. Also ich mag Meeresfrüchte sehr gerne, vor allem Fisch und Garnelen und es gab bei meiner Austauschschülerin schon einmal Reis mit Garnelen, das hat mir sehr gut geschmeckt. Außerdem mag ich die Pastéis de Nata auch sehr gerne. Die sind mein absoluter Lieblingsnachtisch. Verstehst du dich gut mit deinem Austauschpartner? Ja, also ich verstehe mich sehr, sehr gut mit meinem Austauschpartner, weil wir haben einfach die gleichen Interessen und sind uns sehr ähnlich. Und die ist einfach mega, mega nett und auch die Familie ist sehr, sehr lieb und die haben mich sehr gut aufgenommen. Ja, muss ich auch sagen, zuerst war ich ein bisschen, wie ist das so, andere Kultur, neue Leute, aber ich muss sagen, die Familie war super nett, mein Austauschschüler ist super nett und auch die Freunde geben sich Mühe, wenn wir nachmittags noch in ein Café gehen, dann sprechen sie auch immer besonders langsam und es macht einfach großen Spaß, mit denen Zeit zu verbringen. Ich mag meine Austauschschülerin sehr. Ich finde, sie ist sehr nett und auch die ganze Familie begrüßt mich immer schön offen und ich finde es sehr nett, bei ihr zu leben. Außerdem sind ihre Freunde auch super nett und generell ist immer eine nette Atmosphäre. Und freust du dich darauf, dass sie nach Deutschland kommt? Ja, da freue ich mich schon sehr drauf, ihr auch meine Kultur ein bisschen näher vorzustellen. Ich denke, es wird auch sehr anders für sie sein in Deutschland, da es einfach nicht so ähnlich ist, aber ich freue mich da schon drauf. Ja, ich freue mich auch sehr drauf. Die haben jetzt hier haben uns sehr gut begrüßt und bewirtet und da liegt jetzt natürlich die Stange sehr hoch und man muss jetzt schauen, dass man das auch irgendwie erreichen kann, dass die dann auch einen möglichst schönen Aufenthalt bei uns haben, aber ich bin schon sehr gespannt und freue mich drauf. Ich freue mich auch schon sehr. Auf jeden Fall freue ich mich darauf, dann verschiedene Aktivitäten mit ihr durchzuführen oder auch ihr München zu zeigen. Ich glaube, das wird sehr interessant mit ihr. Welchen Ort aus München möchtest du deinen Partner zeigen? Also ich möchte ihr auf jeden Fall die Innenstadt zeigen und vielleicht auch ein paar schöne Sehenswürdigkeiten. Wie zum Beispiel jetzt der Fernsehturm oder das Rathaus, weil das sind schon sehr schöne Gebäude. Oder vielleicht auch ein paar Parks in der Stadt oder irgendwie nette Cafés oder sowas. Ja, ich möchte natürlich auch München als Ganzes zeigen. Da gehört natürlich die Innenstadt zu, da gehören die Kaufhäuser dazu, da gehören aber auch die kleinen Cafés oder auch mal die Kinos oder so dazu. Also von allem ein bisschen plane ich eigentlich. Also ich freue mich schon besonders darauf, ihr das Riesenrad am Ostbahnhof zu zeigen, wo man einen schönen Ausblick über die ganze Stadt hat. Was jetzt halt nicht unbedingt in München liegt, sind die Alpen, aber ich würde gerne mit ihr eine kleine Wanderung unternehmen und vielleicht auch zum Rodeln gehen. Und was sollten die Partnerinnen oder Partner unbedingt in München essen? Ich glaube, wir sollten in München auf jeden Fall mal irgendwie das Schnitzel probieren und vielleicht auch Pommes und dann dieses traditionelle bayerische Essen, weil das ist schon sehr typisch für uns. Ich muss sagen, wir essen es jetzt nicht so oft, weil ich jetzt auch nicht alles so gern mag, aber vielleicht sowas könnten sie mal probieren. Ja, also auf jeden Fall Weißwürste mit süßem Senf oder eine Leberkässemmel mit süßem Senf oder auch einfach ein Schweinebraten, so alles, was halt typisch bayerisch ist und einfach dazu gehört.
ich würde ihr vorschlagen, dass sie am besten erstmal eine gute Breze probiert. Die sind in Bayern natürlich am besten. Auf jeden Fall außerdem noch einen Schweinshaxen oder auch ein Weißwurstfrühstück würde ich gerne mit ihr essen. Okay, also danke schön für Ihre Antworten, für unsere Fragen und wir hoffen, dass Sie eine sehr gute Zeit in Lissabon haben.